schön. Ja. Ich bin unterwegs in dem schönen Land Polen, ja, weil wir müssen uns ja darum kümmern, ja, was passiert mit Tank, ja, wenn er gegen mich verloren hat. Also, und ja, ich habe mir überlegt, ja, es ist ja quasi nicht gerade klein, ja, und bei mir im Garten, ja, das Problem ist, meine Katze hätte da bestimmt was gegen, ja, lieber Daniel, und deswegen sage ich dir, wenn ich mit dir fertig bin, ja, dann wirst du übergestellt, und zwar nach Polen, ja, weil hier, wie du siehst, ja, ist alles ein bisschen größer, ja, so, und ich denke, die werden mit dir hier auch anständige Dinge machen können. Wir haben einen super Platz ausgesucht, wir sind hier in Frankfurt-Oder, ja, in der Stadt Schlubice. Und ja, wie gesagt, ja, also ich bin, damit du auch weißt, wie das dann ungefähr aussieht, wenn es fertig ist, ja, wie gesagt, ja, da kommt natürlich dann noch eine andere Fahne rauf hier, ne, so ein bisschen, ne, so, und guck mal, so könnte das dann aussehen, wenn es fertig ist, ne, also das macht man hier in Polen, ja, quasi mit Wrestler, ja, die Radiomoderatoren herausfordern, ne, also wie gesagt, finde ich gar nicht so verkehrt, ja, und ja, ist ein stilles Plätzchen, ja, läuft der Geschäft. So, wir sind hier Multikulti angekommen. Ja, wir haben hier Zebrastreifen, ja, so, wo alle stehen bleiben, bis die Ampel grün ist. Ja. Macht irgendwie nicht wirklich viel Sinn. So, hier sind die Kinderfahrzeuge, ja, so, und hier haben wir auch die Größe für unseren Tank gefunden. Ja, also alles kein Problem hier. Kriegen wir hin. Ne? Wenn ich dann mit dem Tank fertig bin, dann passt er hier in so ein Bett rein hier. Ne? Kriegen wir auch hin. Ja, weil, wie gesagt, ich muss ja ein bisschen Größe angeben. Ne? Wie gesagt, du hast aus dem Ghetto deine Videobotschaft gemacht, ja. Ich mache das nicht, ja, weil, wie gesagt, was soll ich im Ghetto? Ja, wie gesagt, der hergelaufene Radiomoderator, ja, der lässt sich was einfallen. Ja, wie gesagt, jetzt bist du dran. Ja, ich freue mich schon auf unseren Kampf. In diesem Sinne, macht's gut.